Und in der Siegelstraße kann man auch mal richtig abstauben, was Items und so angeht. Und da unten fällt man runter, ne? Ja, da fällt man runter. Ich hab's gewusst. Hier allerdings auch. Aufpassen immer. Ein Trainer. Wen haben wir denn dabei? Den ungespielt. Sehr gut. Zeig mir, wie du dich hier bisher durchgekämpft hast. Los geht's. Und ich hoffe wirklich schwer, dass wir durch diese Siegelstraße besser durchkommen als die in Pokémon Smaragd. Denn ich glaube, diese Siegelstraße war nicht so hart. Die war nicht so schwer wie die in Smaragd. Meine ich zu glauben. Ich hoffe, dass es so ist. Sonst haben wir ein Problem. Perfekt, Enteron wird auf jeden Fall gefistet mit Funkensprung. Daran stirbt es. Und, boah, wir bekommen so viele Erfahrungspunkte. Oha. Wo wir von Erfahrungspunkten sprechen. Heiteira ist, glaube ich, das Pokémon, was am zweitmeisten Erfahrungspunkte im ganzen Pokémon-Universum gibt. Was für ein geiler Zufall, ne? Wenn man das besiegt, bekommt man so unfassbar Unmengen an Erfahrungspunkten. Wir hätten Knirscher machen sollen, weil es mehr abzieht. Ach du Scheiße. Haha. Ein Heiteira. Level 48. Alter. KP gehen super langsam runter, aber sie gehen runter. Sie gehen noch weiter runter. Noch weiter. Und es war noch nicht mal ein Volltreffer. Ein Heiteira zu one-hitten ist so ungefähr das Awesomeste, was man überhaupt machen kann. Alter. Ungespielt hat es wirklich drauf. 2600 Erfahrungspunkte, eine Attacke vergessen. Rimas, was senkt nochmal die Initiative stark, ne? Genau, null brauchen wir nicht. Boah, 2600 Erfahrungspunkte, das ist so viel. Da rede ich von Erfahrungspunkten und Heiteira ist einfach mal das Pokémon, was am zweitmeisten Erfahrungspunkte überhaupt gibt. Geilster Zufall ever. Falsch, falsch, falsch. Perfekt. Perfekt? Ja, ziemlich perfekt. Oh, es gibt so viele Gänge hier. Das ist so doof. Da nicht mehr gut. Sagte ich, diese Straße ist einfach? Ich nehme alles zurück. Also, bevor wir jetzt planlos in jeden Raum reinstürzen, würde ich sagen, wir erkunden erstmal das ganze Ding hier. Überhaupt, was es hier gibt. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Hier unten gab es nichts mehr, ne? Muss halt auch jeden Raum erstmal auskundschaften, ob da überhaupt was ist, weil sonst denkt man sich immer, oh Mann, ich habe so viele Räume ausgelassen. Und da ist überhaupt noch überall was. Ist ja genau wie bei Minecraft mit den Rohstoffen. Wenn man in eine Höhle reingeht, dann merkt man ja auch immer, ach, da ist ein geiler Raum, aber da der Höhleneingang, da ist auch voll geil. Und dann vergisst man die Hälfte der Rohstoffe einfach mitzunehmen. Wenn man sich sagt, okay, in den Gang kann ich ja gleich nochmal reingehen. Gehe ich zuerst in den anderen Gang rein und danach in den, dann komme ich auf jeden Fall noch vorbei. Und am Ende macht man es trotzdem nicht, also. Es ist schon so, ne? Muss man ja mal sagen. Ach, da geht's auch rauf. Hier kommt man nicht weiter, ne? Genau. Wie kommt man da denn rauf? Egal. Wie geht's weiter? Erstmal die Zertrümmerersteine zerstören. Ich finde die Rätsel immer am schlimmsten, weil man halt bei Zertrümmer muss man jedes Mal den Stein anklicken. Und jedes Mal wird man gefragt, ob man Zertrümmerer einsetzen will. Das ist so nervig. Den Stein. Oh, ein alter Mann. Sehr schön, er kann mit uns bestimmt was Weises sagen. Ist das falsch? Nee, ist richtig. Immer genau und zweimal überlegen, wenn man so ein Rätsel macht. Immer. Trainer. Ein Blick und ich weiß, dass ich es mit einem wahren Anwärter zu tun habe. Ach, wie nett. Naja, es war gar kein richtiges Kompliment, denn er hat nur gesagt, dass ein Blick genügt, damit er weiß, ob der Anwärter halt würdig ist oder nicht. Das heißt ja nicht, dass er gesagt hat, dass wir ein würdiger Anwärter sind. Perfektes Pokémon, vielen Dank. Galoppa. Oh, mein Galoppa ist so schnell. Unfair. Und es ist dumm wie Scheiße. Surfer ist speziell, Bitch. Glaub ich jedenfalls. Oder war es sogar physisch? Es wäre sogar sinnvoll, wenn es physisch wäre.
Weil man ja auf der Welle reitet auf den zu den Gegner und dann basht man ihn damit weg. 49. Oha, Venufli ist ganz schlecht. Oh, wir sind so gut. Wir wechseln immer aufs richtige Pokémon. Jetzt war gerade Eldotrix im Vorteil, jetzt ist Iblali wieder im Vorteil. Ein Pflanzen-Pokémon, perfekt gerüstet. Ha. Aber die sind halt auch schon echt stark, ne? Wir sind nur 3 Level über denen. Okay, beziehungsweise manchmal auch 4. Da lohnt sich auch Fliegen. Damit machen wir es fertig. Verwurzler. Pussy-Taktik. Lohnt sich nur für lange Kämpfe und das ist kein langer Kampf. Möglicherweise ein One-Hit, aber nur möglicherweise. Man weiß es nicht. Yeah. Hat sich ja richtig gelohnt, Verwurzler einzusetzen. Man merkt es auf jeden Fall. Es war sinnvoll. Ein Ramaidon. Oha. Ein Ramaidon, scheiße. Ramaidon ist das Pokémon mit dem stärksten physischen Angriff überhaupt. Scheiße. Wenn uns das angreift, sind wir sowas von am Arsch, also Nahkampf. Weg damit, ist sogar sehr effektiv Nahkampf, also könnte es ein One-Hit sein. Ja komm, schon mach's irgendwie fertig, bitte. Nein! Bitte nicht Kopfstoß oder so eine Scheiße. Wir würden instant sterben. Kopfstoß. Wir sterben. Sehr effektiv ist es auch noch. Vielen Dank. Was war Kopfstoß für ein Typ? Ja, ehrlich, was war das für ein Typ? Hä, das muss doch... Das ist irgendwie... Warum war es sehr effektiv? Aber okay, Ramaidon ist auch tot, also von daher. Oh, scheiße. Also Ramaidon wirklich, ihr müsst aufpassen bei Ramaidon. Das ist wirklich ein mega starkes Pokémon. Wir haben es nicht geschafft und Iblali ist tot. Das heißt, wir müssen jetzt raus. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Wir müssen nochmal ins Pokémon Center zurückkehren. Schade. Also Rückzug. Noch können wir zurückziehen. Noch geht es, aber nicht mehr lange. Einfach hier raus und wir sind auch gleich draußen, also kein Problem. Das war jetzt ja doof, ne? Aber okay, gegen Kopfstoß kann man auch nichts machen. Es gibt ja viele Kopfstöße. Es gibt ja Zen-Kopfstoß, dann gibt es noch Kopfnuss, Bodycheck, aber Kopfstoß, nur Kopfstoß ist das Heftigste. Merkt euch, dass wenn der Gegner Kopfstoß einsetzt, dann wisst ihr, ihr seid gefickt. Ganz sicher. Um es mal ganz ehrlich zu sagen, ihr seid wirklich am Arsch. Aber was war Kopfstoß für ein Typ? Es muss ja irgendwie Eis oder sowas sein, wenn das sehr effektiv ist, weil Kampf kann es ja nicht sein. Ach klar, Gestein war es. Natürlich. Gestein. Also passt wirklich immer auf, wenn ihr irgendwie ein Ramaidon oder so bekämpft, dann immer aufpassen, was kommt. Klar, der Rückstoß war natürlich auch verheerend, weil, ne, wenn man ein Pokémon angreift mit Kopfstoß und der Gegner geht mit einem Schlag K.O., dann heißt es auf jeden Fall, dass man selber auch K.O. geht. Jedenfalls meistens. Man muss auf jeden Fall aufpassen. Und Meditalis würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, das ist ein sehr gutes Pokémon. Mann. Und durch Herzschuppen und sowas könnt ihr dem halt Eishieb, Donnerschlag und Feuerschlag beibringen. Ich glaube, mein Meditalis auf Level 75, glaube ich, auf Pokémon Smaragd hat Eishieb, Feuerschlag, Donnerschlag und Genesung. Das ist die perfekte Taktik. Das ist einfach richtig gut. Aufladen, bitte. Das gibt es doch nicht. Das war eben gerade richtig geil. Ich habe mich umgedreht und die beiden Personen haben sich auch umgedreht. Gleichzeitig fast. Genial. Eldotrix? Nö, Iblali. Tragischer Kampf eben gerade. Soll nicht nochmal passieren, denn ich wusste, wir würden auf jeden Fall so gut wie tot sein. Hat leider nicht gereicht. Unser Widerstand
Und Tor. Und der Schutz ist schon wieder kaputt. Mist. Gleich wieder aktivieren. Ich hoffe, wir müssen ihn nochmal ins Pokémon Center, denn. Boah. Erstmal strecken. Boah, es tut so gut, sich mal zu strecken irgendwie. Und richtig hinsetzen auch. Wo ist der Schutz? Da ist der Schutz noch. 19 Stück, das reicht auf jeden aus. Na hier. Dann da lang. Aber wie kommt man da hinten hin? Mit diesem Karate-Typen und sowas. Wie kommt man da hin? Ich weiß echt nicht. Man muss da irgendwie hochkommen, aber wie kommt man denn da hoch? Ach so, man muss wahrscheinlich hier irgendwie den Gang da hinten nehmen, dann kommt man hier vorne raus. Ah, sinnvoll. Finde ich gut. Wo geht's eigentlich hier lang? Nur so aus reiner Neugier. Ne? Verschieben bitte. Okay, da ist ein Trainer. Sehr gut. Nicht? Hä? Was ist das dann? Eine Rampe oder sowas vielleicht? Man weiß nicht. Es sah so aus wie eins dieser komischen Sandlöcher, was die Ninjas immer nehmen bei Pokémon. Da kommen sie halt immer raus. Ist der ja diese Ninja-Trainer, die einen immer angreifen und sich voll geil fühlen. Die sind meistens irgendwie Kiddies. Und die sagen, ey, du hast mich gar nicht gesehen, jetzt greife ich dich an und sowas. So eine Scheiße halt, das ziehen die immer ab. Ach, da geht's auch nicht weiter. Alles verwinkelt hier natürlich. War es jetzt falsch? Bin ich jetzt behindert? Ich befürchte fast ja. Ich befürchte, ich bin gerade ziemlich am Arsch. Ja, ich bin ein bisschen dumm. War falsch. Nochmal alles. Ich bin hart behindert. So, nochmal. Das ganze Spielchen nochmal. Aber lieber zweimal durchgehen als einmal und dann einfach am Ende failen. Okay, Stärke bitte. Jupp. Weg, weg. Weg, weg. Okay, wie soll man jetzt vorgehen? Alter, wie soll man jetzt vorgehen? Scheiße, das ist ja richtig schwer. Mal überlegen, wenn ich den jetzt nach unten stoße, dann kann ich ja immer noch... Doch, ist richtig. Das ist richtig, dann kann ich den machen. Also bei Stärke immer überlegen, wie man es macht am besten. Da macht man es nämlich fast immer bei wenigen Versuchen gleich richtig. Genau so ging das. Hi. Dieser Fremde wird meine Prüfung sein, um zu sehen, ob ich die Fähigkeiten besitze, die Top 4 der Pokéliga zu besiegen. Nö, tust du nicht. Kann ich dir auch so sagen. Pixie. Okay. Es wird sich wundern, auf jeden Fall. Level 46. Natürlich, Nahkampf wäre optimal, aber ich mach's mal nicht. Rückkehr sollte eigentlich auf 2 Schläge oder so oder 3 maximal Pixie auch besiegen. Ich bin gut. Nein, Schambolzen, das regt richtig hart auf. Ja, okay, Sternhieb. Ich glaube, Pixie und Metagross waren die einzigen beiden Pokémon, die das halt können. Sternhieb. Und nee, Knuddeluff kann's auch. So war das. Ja, es widersteht der Liebe. Gut. Dann ist Pixie weg. Endlich. Und wir können auswechseln. Hervorragend. 49. Wir gehen auf die 50 zu langsam. Sturzflug. Krank. Ja, das ist dieser Attacke hat Rückstoßschaden leider. Und zwar Stärke 120. Ist natürlich richtig gut. Wollen wir jetzt erlernen oder nicht? Also, das ist wirklich eine richtig gute Attacke. Die könnte man gegen Fliegen machen. Aber Fliegen brauchen wir erstens. Und zweitens, ist mir das der Rückstoßschaden wert?